Servus zusammen, herzlich willkommen zurück im Mittelalter, im vierten Jahr mittlerweile. Wir befinden uns im Frühling und überprüfen mal die Situation. Und zwar, wir beginnen mal mit der Mine hier drüben, die ist inzwischen fertiggestellt. Zwei Arbeitskräfte sind hier drin. Okay, das heißt, ab jetzt wird hier Eisenerz abgebaut. Jetzt ist aber die Frage, muss man das noch weiterverarbeiten? Und sind diese Eisenvorkommen eigentlich endlich, frage ich mich. Okay, 4900 sind hier drin. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, ob der hier beides eingefangen bekommt. Ich hoffe mal schon. Aber ich meine, selbst mit diesen 4900 werden wir ziemlich weit kommen, denke ich. Und hier drüben haben wir ja auch noch weitere Erzvorkommen, sogar im Dorf quasi. Also von daher muss man sich, glaube ich, keine Gedanken machen. So, was wollten wir eigentlich tun? Der Fassbinder würde mir sehr am Herzen liegen, wenn ich ihn denn wiederfinde. Ja, natürlich, hier drüben bei den Lagergeschichten. Okay, ist auch ein bisschen größeres Gebäude. Wo stellen wir den denn hin? Vielleicht, wir rotieren ihn einmal, dass wir den hier so hinstellen. Direkt neben die Wagenwerkstatt. Ja, und ich sag's euch, das mit den Brettern, ich glaube, das wird problematisch. Wir bauen hier noch eine weitere Sägegrube. Ich glaube, da werden wir langfristig einfach nicht drum rumkommen. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Sägegrube haben wir hier. Okay, aber die erzeugt Lärm. Jetzt habe ich hier natürlich schon diese ganze Mauer, aber die ist ja bislang nur geplant. Man könnte das nochmal umdisponieren. Die Mauer ein bisschen anders bauen. Ist nur die Frage, bringt mir das was? Kann ich in diesem Bereich bauen? Ist halt so ein bisschen hügelig hier, ne? Abschüssig geht aber schon. Ja, ich denke, das funktioniert schon. Wir reißen das hier nochmal weg. Das ist natürlich, also das ist tatsächlich nervig. Außer irgendjemand weiß, wie das besser geht, wie ich hier mehrere von diesen Elementen, also ich kann es so quasi nicht einfangen. Wenn ich Shift gedrückt halte, funktioniert es auch nicht. Wenn ich Steuerung gedrückt halte, funktioniert es auch nicht. Also wir müssen mal ganz kurz hier die ganzen Dinger wegnehmen. Sorry dafür. Und dann würde ich die Mauer einfach nochmal ein bisschen anders verlegen, sozusagen. Und dass wir hier einfach nochmal einen weiteren geschützten Bereich bekommen. Es ist halt eh die Frage, ob die Plünderer sich von so einer Steinmauer beeindrucken lassen. Da können die wahrscheinlich einfach drüber springen. Aber wir werden sehen. Ist auf jeden Fall besser als nichts. Und Palisaden hätten wir tatsächlich jetzt auch schon zur Verfügung. Müssen wir auch mal schauen, was die so kosten. Ich vermute mal einfach Baumstämme. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die aus Brettern hergestellt werden. Und dann wäre das natürlich ein ganz hervorragender Verteidigungsring hier mit so Palisaden. Ich habe halt auch keinen blassen Schimmer, wie lange es dauert, bis mal irgendwann so Plünderer aufkreuzen. Irgendwann später sollen ja auch noch so ganze Armeen daherkommen. Ich meine, da muss man sich halt schon ganz anders aufstellen. Ja, schauen wir mal, wird noch interessant werden. So, das geht bis hier. Ja, bauen wir es erstmal bis hier. Vielleicht ist es ab hier auch schon zu steil, dass die Leute hier nicht drüber kommen. Ich weiß es nicht. So, das kommt auch noch weg. Ach, sieh mal einen an. Hier habe ich tatsächlich auch schon so ein kleines Stückchen, versehentlich so ein Stückchen von so einem Steinweg verlegt. Ja, einfach schon mal aus optischen Gründen würde ich tatsächlich auch hier... Ah, das geht nicht. Doch. Kleines Stückchen hier noch rüberziehen. Moment. Mag er nicht. Geht, glaube ich, immer nur so ein bisschen Step by Step kann das sein. Immer von Kreuzung zu Kreuzung oder so. Okay, das ist so ein bisschen hakelig. Neu ansetzen. Wie viele Steine haben wir eigentlich noch? 293, okay. Dass man zumindest mal hier quasi so die Hauptstraße einmal hier gepflastert haben. Okay, das ist irgendwie so ein bisschen von der Bedienbarkeit ein bisschen ungünstig. Okay, reicht schon. Wird seinen Zweck erstmal erfüllen.
So, Mine ist am Arbeiten. Dann, wo waren wir gerade stehen geblieben? Hier drüben. Das will ich dann auch priorisieren. Das verschlingt jetzt sowieso mehr oder weniger die ganzen Bretter. Nicht ganz. Und, achso, was ich eigentlich machen wollte. Ja, hier nochmal eine weitere Sägegrube. Einfach, damit wir da mit den Ressourcen ein bisschen schneller vorankommen. Ressourcen und Sägegrube. Kriegen wir die hier hin? Ja, sehr gut. Sehr schön. Ach genau, und ich wollte noch schauen. Ah, das ist genau die Mauerverwaltung. Hätte ich damit vielleicht... Ah, hier, so kann man dann den Gebäuderückbau machen und auch verbessern. Okay, interessant, gut. Schön, dass ich es jetzt gerade eben erst gefunden habe, nachdem ich mich hier durchgeklickt habe. Okay, egal, gut. Ich wollte schauen, was kosten denn diese Palisaden? Mauern und Straßen. 3 Stämme. Aber natürlich sinnigerweise würde ich das um das ganze Ding hier herum bauen. Aber wir werden uns ja in der Fläche auch noch ausdehnen. Also wahrscheinlich wird man sowieso am Ende mehrere Verteidigungsringe benötigen. Aber ich würde jetzt sowieso, ich würde einmal warten, bis wirklich die ganze Mauer steht. Und dann können wir uns da immer noch Gedanken drüber machen. Dass man außen nochmal großzügig hier irgendwo in dem Bereich so einen ganzen Palisadenring außen rumziehen. Ja, wäre schon ganz cool. So, was haben wir hier? Moment, da. Ah, unhygienische Zustände. Wir brauchen einen Kompostplatz wegen der Abfallbeseitigung. Okay. Ja gut, dann. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wo wird der zu finden sein? Kornspeicher. Sorry, dass ich hier noch nicht weiß, wo die ganzen Sachen einsortiert sind. Müsste ja eigentlich bei der Nahrungsproduktion sein, denn der Kompost wird ja auch benötigt, um die Felder quasi zu düngen. Da ist es aber nicht dabei. Dann wahrscheinlich doch bei den Ressourcen. Eieieiei, da haben wir ihn. Okay, der hat auch monatlich laufende Kosten sozusagen. Scheiße, da war gerade links oben eine Meldung. Ich glaube, irgendwas ist passiert. Angegriffen oder Schlimmeres? Okay, der hat natürlich hier wirklich einen sehr negativen Einfluss auf die Attraktivität. Deswegen würde ich den, wenn es geht, ganz hier drüben irgendwo hinstellen. Weit, weit weg. Oder ganz am Rand vielleicht sogar. Von Raubtier angegriffen. Okay, müssen wir gleich nachsehen, was da passiert ist. Okay, wir bestellen das Ding hier oben hin, oder? Ja, so ist gut. So, schauen wir mal. Zack. Auch wieder der Jäger, dass die sich nicht wehren können. Moment mal, habe ich jetzt eigentlich... Scheiße, das habe ich... Entschuldigung, drucksweise. Doch, Bogner Gebäude haben wir. Ja, alles gut. Also Bögen werden hergestellt. Hatte gerade schon überlegt, ob die vielleicht keine Waffen mehr haben, aber... Sollte kein Problem darstellen. So, begleiten wir den vielleicht mal ein Stückchen. Otrin, der geht auch wieder auf die Jagd. Vom wilden Tier angegriffen. Kann ja eigentlich Wildschwein oder Wolf. Bären gibt es, glaube ich, auch, aber extrem selten, so wie ich das eingestellt habe. Kann das natürlich alles noch deutlich schwieriger einstellen, dass du halt viel mehr Wölfe und viel mehr Bären hast, aber ich wollte es auch nicht zu sehr übertreiben bei meinem ersten Durchlauf. Also Wölfe sollten schon mal auftauchen, Bären eher selten. Na, sieh mal einer an, den hat er schon angeschossen hier. Den Kollegen. So, hier haben wir tatsächlich das immer noch hier von Frost vernichtet worden. Okay. Ja, Ertrag ist natürlich nicht ideal, würde ich mal sagen. Ganz im Gegenteil. Aber es bringt halt schon ein bisschen was. Und ich meine, solange das hier unterm Strich steigt und wir trotzdem auch irgendwie ein bisschen mehr Vielfalt reinbekommen, geht das schon klar. Ein bisschen Obst haben wir auch eingelagert. Ah, passt schon. Wo kriegen wir eigentlich Nüsse her, frage ich mich. Müssen die gesammelt werden oder können wir die tatsächlich auch irgendwie anbauen? Moment mal, was haben wir denn hier so? Nüsse. Buchweizen, Roggen, Kohl, Lauch. Alles keine Nüsse. Klee wird wohl auch keine Nüsse liefern. Flachs. Ah, das habe ich noch nicht rausgefunden. Wir könnten auch hier nochmal ein bisschen was verändern eigentlich, ne? Moment mal. Kann ich das in... Ah, Feldfrucht entfernen.
Entfernen, dass wir mal ein paar Karotten demnächst irgendwann anbauen. Steckrüben, auch gut. Und irgendwo aber zwischendrin sollte ich, glaube ich, schon auch immer wieder einen Slot lassen, dass hier einmal das Feld wieder ein bisschen aufbereitet wird. Okay, next up. Säge Grube, da würde ich mal mehr Arbeiter zuweisen. Wir brauchen einfach Bretter, ne? Das ist ein ganz klarer Engpass. Und wie sieht es denn eigentlich aus hier aktuell mit den Berufen? Oh, zwei Arbeiter. Zwei Arbeiter, da brauchen wir demnächst mal ein paar Neuzugänge, würde ich sagen. Wie sieht es denn aktuell aus? Okay, wir haben auch keinen Wohnraum mehr. Verfügbarer Wohnraum 44. Alles voll. Das heißt, wir setzen nochmal eine Hütte. Und schön eins nach dem anderen. Nicht zu sehr übertreiben. Immer dann erst, wenn der Wohnraum voll läuft, glaube ich, ist keine so schlechte Idee. Und dann erst neue Hütten hinstellen. Hier hätten wir noch Platz. Wir müssen auch mal diesen Felsbrocken da wegbekommen. Ich hoffe, dass man den abbauen kann. Ja, ist natürlich alles schon so ein bisschen voll gebaut. Aber hier haben wir auch in dem Bereich haben wir auch noch Platz. Und keine Gebäude, die sich negativ auf die Attraktivität auswirken. Deswegen können wir da schon noch was hinstellen. Sieht man das eigentlich hier, die ganzen Unrat und Müll? Okay, soll das hier sein. Wird auch alles optisch dargestellt. Finde ich cool. Dass nicht nur irgendwie eine Meldung kommt. Wir haben hier Probleme mit Müll und Hygiene, sondern man sieht das wirklich auch. Finde ich cool. Fassbinderei ist auch schön am Arbeiten. Und es kam jetzt auch schon länger nicht mehr die Meldung. Das hier. Na gut, okay, wir haben schon noch Probleme mit Verderb. Warum ist eigentlich hier das Lager voll? Wird das einfach nicht abtransportiert? Weil wir haben ja nebendran direkt hier das Lagerhaus. Die müssten doch eigentlich die Sachen aus dem Rübenkeller holen. Oder brauchen wir nochmal einen weiteren Rübenkeller? Können Sachen. Ja, wahrscheinlich können Sachen aus dem Rübenkeller einfach nirgendwo anders eingelagert werden, ne? Sonst wäre es ja kein Rübenkeller. Mensch, Hans, denk doch mal nach. Okay, ich würde tatsächlich nochmal einen bauen. Ich halte das für eine gute Idee. Kostet auch nicht viel. Kriegen wir den hier direkt noch daneben irgendwo hin? Hätte das gerne alles einigermaßen beisammen. Zugangspfeil hat der ja nicht, glaube ich. Können wir eigentlich direkt neben dran stellen hier, oder? Ah, so schon gut. Ein weiterer Rübenkeller. So, wie schaut es denn hier eigentlich aus? Oh, jetzt haben wir keine Arbeitskraft mehr, oder? Bietet Platz für mehr Arbeiter. Okay, dann setzen wir hier mal manuell einen ein. Kann das sein, dass wir jetzt einfach keine mehr übrig haben? Einen noch, okay. Dann müssen wir hier auch einfach nochmal runtergehen, hier mit den Bauhandwerkern. Zack. Habe ich immer noch nicht verstanden, wie ich das hier einstellen soll. Irgendwie geht es dann doch automatisch. Oder es dauert vielleicht immer eine Weile, ne? Jetzt ist einer von da nach da gewandert. Dann lassen wir es hier mal bei Maximum 3. Okay, dann haben wir hier den Kompostplatz. Den sollten wir vielleicht auch noch hier mit einer Straße verknüpfen, damit das einfach irgendwie ein bisschen schneller vonstatten geht. Haben wir noch Stein? Wir haben noch Stein. Mauern und Straßen. Kriegen wir hier was hochgezogen? Ah, das geht wahrscheinlich nicht, oder? Hintenrum vielleicht? Ist die Frage, ob das dann noch so viel bringt. Aber ich halte das für keine so schlechte Idee. Na, hier kriegen wir es nicht hingebaut. Autosave-Intervall, glaube ich, mal ein bisschen runterschrauben. Na gut, okay, das wird schon irgendwie funktionieren. Wird seinen Zweck erfüllen? Sieh mal deine an! Aha. Habe ich noch gar nicht wahrgenommen, dass jetzt hier auch die Karren rumfahren. Das ist ja cool. Ach, dieser verdammte Berg. Irgendwann wird der abgetragen. So, wir haben wieder Nachschub. Neue Dorfbewohner. Hängt das wirklich damit zusammen, sobald eine neue Hütte steht? Sobald die wieder Platz haben, vermehren sie sich einfach automatisch. Wäre ja praktisch. Dann hat man einfach nie Probleme mit Obdachlosigkeit. Okay, Müll ist hier, glaube ich, schon ein bisschen weniger geworden. Ja. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo der hingefahren ist. Hat sich hier schon was getan? 1%. Ah ja, okay. 50 von 3600 Abfall und daraus wird dann Kompost. Beziehungsweise Humus nennt man das, glaube ich. Hergestellt. Ja, schick. Schick. Läuft doch. Läuft doch.
So, die haben jetzt nichts mehr. Moment, Fernkampfmunition. Aber die wird ja wohl hoffentlich hier produziert. Wo war das nochmal? Bogner Gebäude. Arbeitskraft ist vorhanden. Und es sind auch noch Sachen eingelagert. Also ich denke, wird das einfach ein bisschen dauern. Die holen sich das Zeug dann halt irgendwann. Schätze ich. Hoffe ich. Hier ist mir da irgendwas passiert. Sucht nach Waffen. Okay, da muss ich jetzt erstmal wieder bewaffnen, der Gute. Sehe jetzt aber auch nicht, von wem der angegriffen wurde. Wahrscheinlich wieder Wildschwein. Ja, es wird schon wieder herbstlich. Es wird schon wieder herbstlich. Wir sind schon wieder halb durch mit Jahr Nummer 4. Mauer ist inzwischen, ist jetzt eigentlich mal ganz fertig geworden. Ja, geht, führt bis hier hinter. Mhm. Oh, und ich sehe, Bretter bzw. Baumstämme werden weniger. Wir müssen hier mal wieder den Ressourcenabbau ein bisschen... Und ich schätze mal, also es wird auch nicht mehr lange dauern, dann werden wir auch mal so eine Baumschule bauen müssen. Ja, wobei, das ist ja hier alles noch im Bereich, oder? Ah, okay, ist einfach deswegen weniger geworden, weil wir zu wenig Arbeitskraft haben. Das ist das Problem. Kinder, werdet mal erwachsen, bitte. Damit ich euch hier verheizen kann, wollte ich schon fast sagen. Hm, wir könnten eigentlich, wir haben jetzt so viel Gold, wir könnten auch mal ein bisschen Dekokram hier noch verbauen, oder? Würde ich mal sagen, ist mal längst überfällig eigentlich schon. Baumnö, öffnen. Frage, dekorative Maßnahmen sind vorhanden. Wir bauen mal ein bisschen was. Was kostet mich der Spaß? Steine, tatsächlich auch Bretter. Und halt Goldbarren. Okay. Hm, wo haben wir den Platz? Hier. Ja. Und was haben wir noch so zur Verfügung? Wir können noch Bäume pflanzen. Das bringt halt keine Attraktivität. Aber wieso nicht? Sieht doch nett aus, oder? Zack. Was haben wir noch zur Auswahl? Eine Birke. Ja, könnte man halt auch so richtige Alleen anlegen, ne? War schon auch ganz cool. Hier kommt mal eine Birke hin. Eine schöne Fichte. Hier oben hin. Okay. Ah, das ist aber schon eher nach meinem Geschmack hier. 150 kostet das. Uiuiuiui. Mittlerer Platz kostet 200. Wie groß sind die Dinger? Aha, okay. Ja, ich glaube, wir brauchen hier schon so einen Park. Und der große ist wahrscheinlich unbezahlbar. 500. Können wir uns noch nicht leisten, würden wir hier auch platzmäßig gar nicht so richtig unterbekommen. Aber so einen kleinen Park? Ja, das ist halt die Frage. Ist halt schon verschwenderisch, gell? Vielleicht eher mal mit so einem mittleren Garten hier beginnen. Stellen wir das denn hin? Ich will halt jetzt... Ja, wir brauchen halt auch noch einfach Bauplatz für die Häuser, ne? Aber hier passt doch ganz gut. Da kriegen wir eh kein Haus mehr unter. Stellen wir hier mal so einen Garten hin. Und dann hat man hier noch, glaube ich, so einen Schrein zur Auswahl. Kostet 50. Hat auch eine relativ große Bodenfläche. Ah, man sollte vielleicht tatsächlich auch in Erwägung ziehen, einfach ein bisschen groß, also mehr Platz zu lassen beim Siedlungsbau. Ja, wir stellen hier trotzdem mal so einen Schrein hin. Ja, ja, ja. Was hat man sonst noch so? Die Sachen sind noch nicht freigeschaltet. Statuen, mittel, groß, klein, kleines Gebüsch, kleiner Garten. Vielleicht hier so noch, bei denen quasi in den Hinterhof. Passt da irgendwas rein? Nee, geht nicht. Hier zwischen rein, das wäre doch ganz nett. So, was ist eigentlich hier mit dem, das Ding? Als Ziel entfernen. Wo ist jetzt hier der Unterschied? Entfernen oder als Ziel entfernen? Wir versuchen mal das hier. Das Ding muss einfach mal weg. Ressource abbauen. Ach, das ist schon hier im Radius drin, oder? Ah, okay. Man könnte es quasi manuell rausnehmen. Man könnte wahrscheinlich auch jeden einzelnen Baum. Ja, genau, man könnte tatsächlich, weil ich habe hier dieses Abbaugebiet definiert, man könnte tatsächlich jedes einzelne Ding könnte man manuell rausnehmen aus dem Abbau und halt sagen, lasst mal Baum XY und Stein XY da irgendwie stehen und liegen. Und hier die Sachen, wachsen die Bäume eigentlich von alleine nach? Hier sind ja schon viele kleine Bäume mit dabei. Dann lassen wir die hier vielleicht mal, lassen wir mal ein paar stehen, oder? Lassen wir mal ein bisschen was nachwachsen. Ach,
Ach, sieh mal eine an. Das ist halt auch cool. Ist mir in meinem Testlauf schon aufgefallen. Na, jetzt ist Herbst und die ziehen wahrscheinlich Richtung Süden. Haben wir eigentlich Himmelsrichtungen hier irgendwo sehen, stehen? Nee, ne? Glaube nicht. Aber cool, oder? Auch ein nettes kleines Detail. Gefällt mir sehr gut. Okay. Naja, dann ist das Jahr gleich schon wieder vorüber. Was kann man denn noch Sinnvolles tun eigentlich? Aktuell sieht das eigentlich alles ganz gut aus. Der zweite Rübenkeller ist auch fertig. Das muss, die warten jetzt, glaube ich, einfach noch, bis es abtransportiert wird. Schätze ich mal, weil das Lagerhaus ist ja noch... Die haben noch ordentlich Kapazität. 871 von 2000. Und jetzt ist es auch schon abtransportiert worden, hier zumindest aus der Räucherei. Okay, das passt schon. Krom ist hier beschäftigt. Kennt das jemand? Kennt jemand Krom? Ist ein kleiner Hinweis aus einem Film aus den 80ern wahrscheinlich. Eine Gottheit. Aber tut auch nichts zur Sache, ehrlicherweise. Okay, was kann man noch tun jetzt? Warten wir einfach mal. Also wir beenden das Jahr auf jeden Fall noch, aber ich würde... Ich gehe nochmal kurz ins Baumenü. Was würde denn noch Sinn machen als nächstes? Ich weiß halt noch nicht, wofür wir Ton brauchen. Wie sieht es denn aus mit den Hütten-Upgrades? Das ist noch nicht erfüllt. Wir benötigen... Ach, eine höhere Attraktivität. Okay, dann macht das natürlich mit diesen ganzen Deko-Sachen schon Sinn. Verstehe. Kräuter werden benötigt. Ah, hat sich gerade wieder um ein Kind gefüllt. Alles klar. Wir müssen die Attraktivität hier tatsächlich... Wir sind gezwungen, die Attraktivität zu steigern. Na gut, das kriegen wir hin mit den ganzen Gärten und dem ganzen Geraffel, was wir hier in Auftrag gegeben haben. Ja, der ist schon fertig hier, oder wie? Der Garten? Naja, nett. Nett anzusehen. Wäre natürlich obendrein noch total cool, wenn die so ein bisschen, wie sagt man, Subsistenzwirtschaft betreiben könnten. Also wenn sie tatsächlich auch ein bisschen so in ihrem Hinterhof, in ihrem Garten noch ein bisschen zusätzliches Gemüse vielleicht irgendwie generieren könnten, anbauen könnten. Das wäre cool. Hätte was. Schön. Was könnten wir tun? Friedhof brauchen wir aktuell noch nicht. Heilkundehaus. Jetzt auch noch keine wirkliche Notwendigkeit für gesehen. Verursacht außerdem laufende Kosten. Handelsposten. Das wäre bestimmt nicht doof. Das wäre sicherlich... Naja, und natürlich um die Siedler... Moment mal. Also Schule halte ich für eine gute Idee, ehrlich gesagt. Weil die sind ja aktuell... sind ja alle komplett ungebildet. Wohnraum, da haben wir jetzt auch schon die... Ah, temporäre Unterkunft. Hütte, temporäre Unterkunft. Freigeschalten. Und wir sind auch schon wieder vollgelaufen, sozusagen. Dann bauen wir auf jeden Fall mal ein so ein Ding. Die sind auch größer, kann das sein? Nee, nee, nee. Okay, das ist die gleiche Größe. Stellen wir es denn hin? Hier? Hier? Ich würde vielleicht den Platz sogar noch freilassen für irgendein Dekokram. Ja, hier zum Ufer, oder? Wenn es geht. Schön, zum Ufer. Nee, kein Platz. Dann stellen wir es hier hin. Zack. Hier diese... was war das noch? Schuhgeschichte, oder? Es gab doch irgendwie eine Art... Genau, den hier, den Korb, die Korbwerkstatt. Und dann gab es doch irgendwie noch... Gab es nicht einen Schuhmacher? Schusterwerkstatt. Das ist bestimmt auch eine gute Idee. Weil das sind ja sowieso so grundlegende Dinge, die ich bis heute immer noch nicht gebaut habe. Dann geben wir die mal noch in Auftrag. Attraktivität wird nicht gesenkt. Jetzt wird es eh schon so ein bisschen eng, ne? Und hier so in zweiter Reihe würde ich die Sachen mal hinbauen. Haben wir hier noch Platz für eine Straße? Ja, wunderbar. Ja, sehr gut. Da können wir hier auch noch alles vollballern. Ausgezeichnet. Und was war das andere noch? Hier die Korbwerkstatt. Damit sie mehr tragen können. Cool. Okay. Gut. Ah, stimmungsvoll. Winter finde ich echt nett anzusehen. Gerade auch mit dem Wolfsgeheul. Kann man es eigentlich noch langsamer laufen? Ah, 1,5 würde auch gehen. Ich wundere mich eh schon die ganze Zeit. Also die sind schon alle flott unterwegs. Ne, alle immer im Laufschritt rasen sie hier durch die Gegend. Ja, aber okay. Also normale Geschwindigkeit ist, glaube ich, schon angemessen. Sonst kommt man überhaupt nicht voran. Hm.
Schneit sich richtig schön ein. Weidenbusch. War das nicht sogar gefordert hier für... Ja, das sieht man jetzt natürlich nicht für die Korbwerkstatt. Wahrscheinlich schon, oder? Weidekörbe. Höchstwahrscheinlich müssen die... vielleicht bräuchte ich tatsächlich nochmal... Na, wobei, packen den Sammler jetzt einfach mal. Der kriegt einen anderen Arbeitsbereich. Oder kontrollieren mal, wo ist denn eigentlich sein Arbeitsbereich? Hier oben. Sind da Weidebüsche mit drin? Pilze. Kräuter. Vogelnest. Scheint auch ein bisschen seltener zu sein. Kann das sein? Weidebüsche? Hatte ich tatsächlich jetzt nur hier unten entdeckt. Kann sein, dass die einfach immer irgendwo am Gewässer sind. Scheint auch nicht. Doch, hier drüben. Ganz massiv sogar. Weidebüsche. Ja gut, dann verlegen wir einmal hier rüber. Mhm. Sammelbare Nahrung. Da sind jetzt ordentlich... Weidebüsche dabei. Dann geh mal die Weidebüsche einsammeln hier, Kollege. Ja, schön. Okay. Gut, aber ich würde sagen, so kann man es erstmal stehen lassen. Die nächsten Baustellen sind eröffnet und dann muss man halt einfach mal, also solange es gut läuft, können wir uns da mal ganz in Ruhe überlegen, wo wir die nächsten Prioritäten draufsetzen. Wir haben halt hier eine ganze Menge Gebäude noch freigeschaltet und dann ist die Frage, wie setzt man dann am besten die Prioritäten? Und was bringen mir diese ganzen Sachen überhaupt? Holzkohle kann man hier herstellen. Töpferei, Weberei. Könnte man vielleicht sogar schon über Verteidigung nachdenken. Zumindest mal eine Kaserne bauen. Ist, glaube ich, keine so schlechte Idee. Wachtürme, Aussichtstürme könnten wir schon bauen. Ja, das gefällt mir eigentlich schon ziemlich gut. Aha, okay, hier sieht man auch den Radius. Kann man die auch hier oben draufsetzen? Auf dem Berg? Das wäre ja schon geil. Ich will vielleicht noch eine letzte Sache machen. Mauern und Straßen. Ja, wobei, wir haben zu wenig Stämme. Ich würde erstmal warten, bis sich die Stämme erholt haben. Aber das wäre dann schon einfach ein Bauprojekt, was mir am Herzen liegen würde, dass wir hier wirklich mal großzügig einfach so quasi den nächsten Claim hier abstecken und wirklich eine große Mauer außenrum ziehen. Und dann vielleicht entlang dieser Mauer mal über Wachtürme nachdenken. Ja, damit wir einfach mal auch diese ganze Verteidigungsgeschichte schon mal irgendwie in Angriff genommen haben. Weil, also wenn die Plünderer kommen und wir haben noch keine Kaserne und so weiter, ist es halt schon zu spät. Ne? Also dann wird man einfach Verluste haben. Na gut, wir werden das alles im Laufe der Zeit rausfinden. Ich denke, das wird hier eine ganze Weile weitergehen. Gefällt mir sehr, sehr gut, dieses Spiel. Und ich habe schon Lust, hier ein bisschen was Größeres aufzubauen. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Schönes Spiel. Einfach schön.